Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Wie erkenne ich, ob ich genug Wasser trinke oder zu wenig oder sogar zu viel? Darüber unterhalte ich mich gleich mit dem bekanntesten Wasserexperten Deutschlands, Mr. Water, Erich Meidert. Bleiben Sie dran. Hallo Erich, herzlich Servus. Willkommen. Wir sind eigentlich Schweizer und Österreicher Wasserforscher. In Österreich? Das wüsste ich nicht mal. Es gab den alten Grander, der ist leider schon verstorben. Ah, Grander ist Österreich, gell? Das war ein guter Wasserforscher. Und natürlich Viktor Schauberger, das waren echt grandiose. Ich bin halt so ein Neuzeitbursche. Okay. Aber sagst du immer Deutschlands. Also ich interessiere mich natürlich Österreich, Schweiz. Ein Geschenk des Himmels. Ja, eben, wir gehen ja hier, wenn wir von unserem Wasser sprechen, von Mitteleuropa nennen wir oder hauptsächlich Deutschland, ja, Österreich, Schweiz. Ja, der größte Teil unseres Körpers besteht ja aus Wasser. Das sind ja rund 60-75%, je nach Alter und Geschlecht. Da liegt es bestimmt nahe, genügend davon immer wieder aufzutanken, um unsere zentralen Funktionen wie den Stoffwechsel am Laufen zu halten. Mhm. Wo erkenne ich jetzt hier das, mein gesundes Mittelmaß? Ob ich zu viel trinke? Gibt es überhaupt zu viel? Ob ich zu wenig trinke? Oder eben gerade genügend ist? Woran merke ich das? Wie fühle ich das? Zu viel gibt's auch, ja. Gibt's doch. Ja, ja. Aber ich habe Lehramt studiert, jetzt muss ich dich gleich korrigieren. Aha. Wenn wir zur Welt kommen, haben wir 95% Wasseranteil. Ja. 95. Wenn wir diese Welt verlassen, haben wir andere Wasseranteile. Ich sehe es den Leuten oft schon an. Ich sehe es ihnen an, im Gesicht, ob sie zu viel Wasser trinken, ob sie einen Bluthochdruck haben, aber vor allem, wie viel Wasser trinkst du? Ich komme aus dem Fußballbereich und da hatte ich meinen Weltmeister und da war ich, ja, Manager. Und da wusste ich genau, der trinkt viel zu wenig Wasser, viel zu wenig. Er konnte dann mit 53 Jahren nicht mehr spielen. Er ist nur noch Radl gefahren mit seinem Hund. Also ich sehe es den Leuten an. Aber Wasser, Nummer eins, es gibt keinen Stoffwechsel, der ohne Wasser funktioniert. Mhm. Das muss man wissen. Und jetzt haben wir in Mitteleuropa das Drama, und ich nenne es wirklich ein Drama, dass die Leute Wasser und Flüssigkeit verwechseln. Die trinken Tee, die trinken Mixgetränke, und schau dir die Kinder in der Schule an. Und das habe ich selber erlebt in meiner Referendarszeit, und dann habe ich es nicht mehr weitergemacht, die Schule. Aber die Leute sind um 11, 11:30 aggressiv geworden, müde, träge. Und dann habe ich mal sowas gefunden, die Folgen von Wassermangel. 2% vermindern die Denkfähigkeit. Leichtes Durstgefühl. Eine Studie. Und die gibt schon ewig. Also 2% die unter dem Soll. Ja, aber was ist das Soll? Das Soll kann ich da gleich ganz einfach sagen. Körpergewicht mal 0,035. Das ist das Soll. Und jetzt natürlich saisonal. Wenn du jetzt auf dem Bauernhof arbeitest, die Heuernte im August reinbringst, dann kannst du es verdoppeln. Aber es gibt natürlich so Verrückte, die trinken 8 Liter Wasser, weil sie wissen, Wasser hilft, Wasser leitet aus. Mhm. Und natürlich einfach die Faustformel 0,035 mal einfach Umstände. Wenn ich im Studio bin und schwitze wie nochmal was, da brauche ich natürlich Wasser mit Elektrolyten und solche Dinge. Aber grundsätzlich reinstes Wasser. Und wenn du heute aus der Wüste dich nach Hause schleppst, dann sagst du nicht Fanta oder irgendwas, ja, oder genau. Spezi, sondern jeder sagt intuitiv Wasser, Wasser, Wasser. Und je reiner, sauberer ist, du gehst zum Wandern, trinkst der Gebirgswasser, sagst, boah, ist das gut, schmeckt es weich und mild und angenehm. Aber natürlich, Wasser ist ein Milliardengeschäft, ein Billionengeschäft. Mhm. Wir haben, was haben wir, die Mineralwasserindustrie, ich glaube, 4,5 Milliarden Umsatz. Ich meine, Entschuldigung, du bohrst ein Loch im Boden, holst das Wasser raus for free und dann verkaufst das. Und darum gibt es ja immer wieder diesen Disput. Leitungswasser, Mineralwasser, wer ist das Beste? Die führen ja Prozesse gegeneinander, das ist unglaublich. Also jetzt zurück zu dem Thema, 2% Denkfähigkeit. Also da habe ich bei der Politik, natürlich sage ich, das stimmt. Da bin ich jetzt einfach so frei in der Aussage. 3% Konzentrationsmängel, Leistungseinbußen. Okay. 4% lässt die Kraft nach. Durstgefühl kommt schon langsam. Aber 5%, und das ist interessant, beschleunigt die Herztätigkeit, steigert den Puls. Also wenn du Wassermangel, Wasser ist ja eigentlich in jedem Stoffwechsel, wenn du Not hast, und dann macht der Körper eines,
Er schützt, und jetzt gehen wir da schnell raus, 6% Schwäche, Reizbarkeit, Erschöpfung. Das war bei mir in der Schule immer. Ja. Die Leute werden müde, sie werden aggressiver, sie, schon wieder das. Sie werden müde, weil die gehen um 7 Uhr aus dem Haus, was kriegen sie mit, ein bisschen Milch oder irgend sowas und kaufen in der Pause irgendein Mixgetränk mit viel Zucker. Momentan wach push und dann haut sie es wieder runter, die Schüler. Also 6% Schöpfung, Reizbarkeit und bei 8% Motorik. Und bei 10%, da bin ich wieder bei der manchen Politikern, da gibt es nämlich Verwirrtheitszustände, Störung des Nervensystems. Das erlaube ich mir jetzt einfach, weil die Politik streitet sich. Ich nehme jetzt keine Partei, aber der eine so, der andere so. Also ein bisschen Verwirrung haben wir ja im Moment. Also grundsätzlich schon menschlich, kann es auch sogar innerhalb von Familien geben, sowas. Ja, ja, was einmal, ja. Verwirrung. Aber das ist das entscheidende Folie. Jetzt, du hast hier, das Gehirn hat 2% der Masse, 3% der Masse, aber 20% vom Wasserbedarf braucht das Gehirn. Aha. Und hier geht das Herz los, geht es übers Gehirn und alle inneren Organe, Lunge, Leber, Milz. Und jetzt ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel die inneren Organe nicht genügend Wasser haben, dann müssen sie es irgendwo herholen. Und sie holen es irgendwo her, weil du kannst nicht sagen, mein Herz, hör auf zu schlagen. Für heute haben wir kein Wasser mehr. Geht nicht. Vom ersten bis zum letzten Tag. Wenn du nicht genügend Wasser diesen inneren Organen, die Tag und Nacht arbeiten müssen, gibst, dann müssen sie sich aus Bereichen holen, weil der Körper ist ein bisschen intelligenter als wir, dann holen sie sich aus Bereichen, die du nicht zum Überleben brauchst. Nicht zum Überleben. Und da beginnt es meistens hier im Magen-Darm-Bereich. Und da ist das Drama, da ist es oft schon toxisch. Und dann kommt es rauf. Und du hast nicht hier aus dem Magen-Darm-Bereich reines Wasser, sondern du hast sehr viele Ablagerungen drin. Das bedeutet, diese inneren Organe müssen wieder viel mehr arbeiten, brauchen mehr Energie, haben mehr Ablagerungen. Ja, wohin mit dem Müll? Das heißt, wenn ich mit eigenem Wasser, das ich aus dem Magen abziehe, hole ich eigentlich Wasser rein, das nicht optimal ist, aber das erhöht den Reinigungsbedarf im Körper. Das aber ist giftig schon. Das potenziert sich ja wahrscheinlich dann diese Aktionen. Natürlich, das ist eine Negativspirale. Ja. Und du holst eben, irgendwoher muss das Wasser kommen, weil das Herz könnte nicht aufhören. Und ich habe im Freundeskreis jemand, da gibt's ein Dialysezentrum. Und als ich noch jung war, schon ein paar Jahre her, ein paar Monate sind vergangen, waren das fünf Leute waren's. Heute sind es 50. Und zwar in der Dialyse. Und was ist eine Dialyse? Nichts anderes als eine Reinigung. Ja. Was nehmen die? Reinstes, destilliertes Wasser. Werden da verabreicht. Und jetzt gibt's Leute in der Dialyse, die machen eine Heimdialyse, weil sie sind zu weit abseits. Den Krankenkassen kostet es zu viel Geld. Und da heißt es natürlich, ja, unser Wasser ist super, super. Aber zur Dialyse müssen sie eine Umkehrosmose nehmen. Habe ich direkt live gesehen. Ich war dort, habe gesagt, das gibt's doch nicht. Doch, die haben da Osmoseanlage, aber sonst nicht trinken sie Osmosewasser. Nee. Nur für die Dialyse brauchst du das. Und was ist das anders? Nierensteine. Ja. Das ist unfassbar. Also es hängt so zusammen. Und drum ist Wasser das Zentrale. Und jetzt beim Wassermangel habe ich natürlich das große Glück, hatten wir hier die Körperwelten. Ja, genau. Gell? Bei den Körperwelten. Das ist schon bald ein fantastisches Buch. Und da sieht man hier zum Beispiel jetzt nur mal die Blutversorgung vom Gehirn. Wie das verästelt ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich zu wenig Wasser habe, plus die Ablagerungen, dann macht es irgendwann einmal einen Schlag. Oder die Versorgung bricht zusammen. Weil wir haben ja, ich weiß nicht, wie viel ich habe es mal die Zahl gehabt, aber ich möchte jetzt kein Blödsinn erzählen. Da sieht man das wieder, die Verästelungen vom Gehirn. Und da sieht man den Gehirnschlag. Was da? Es ist einfach eine Unterversorgung. Ja. Und ich hatte neulich jemand, der hatte so einen Gehirnschlag. Und dann bin ich hin zu ihm und habe gesagt, wo bist du? Ja, er hat einen Sommerlauf gemacht, 20 Kilometer. Er ist kollabiert. Dann habe ich gesagt, hast du vorher viel getrunken? Na, sonst muss ich immer zum Pinkeln. Und dann sage ich zum Vater, ja, Junge, Wassermangel. Aber das ganz Entscheidende für mich heißt, diese Folie, die ist legendär, das erkrankte Gehirn.
hier hast du das, und das war, darum habe ich die korrigiert, die Eingangsgeschichte, ein neugeborenes, ein junges Gehirn mit 95% Wasseranteil, und das ist ein Demenzgehirn. Und du kennst ja, das ist nichts anderes wie vertrocknet. Wenn du deinen Garten, mein Freund, nicht gießt, dann heißt es heute, da gibt es einen Spalt. Wird spröde und rissig. Ein Spalt und rissig. Ja. Und jetzt hast du aber den Synapsen, jetzt hast du den Spalten, der synaptische Spalt. Das heißt, die Neurotransmitter, die können nicht mehr überspringen. Ja. Die Dendriden, da gibt es ja dieses Nervengeflecht, das ist alles sind unvorstellbare Dimensionen, aber wieder ganz einfach gesagt, wenn du deinen Garten nicht gießt, dann hast du die Spalten drinnen, überall. Und wenn du dein Gehirn, und wenn du das nicht gießt, und zwar mit reinstem Wasser, nicht mit Weißbier, was auch gut ist, aber nicht nur, aber das ist das Thema, schlicht und einfach. Und drum ist diese Körperwelten natürlich ein Geschenk des Himmels, solche Bücher zu haben. Und da sieht man das halt genau, wie das alles aufgebaut ist. Da habe ich wieder, ja, schau, das ist das Herz. Das ist alles. Also drum kann ich das jedem empfehlen. Ja, ja. Ja. Und drum ist das der Schlüssel, ist reinstes Wasser, damit der Organismus funktioniert. Und dann kommen wir halt zu den Dramen, die wir jetzt haben in der Medizin. Nämlich, du holst jetzt das Wasser, egal wie. Und dann spreche ich wieder meinen Weltmeister an, der einfach nicht mehr gescheit gehen kann. Ja, wenn ich jetzt reines Wasser trinke, wenn ich zu dem sage, Junge, du musst jeden Tag 4 Liter Wasser trinken, und zwar reinstes Wasser, dann wird er erst einmal ziemlich sauer sein, weil er kommt nicht mehr runter von der Toilette. Warum? Wasser nimmt auf. Und Wasser hat ja eine Sogwirkung. Weißt du, wie hoch die Sogwirkung ist? Wir haben jetzt gesagt, Wasser kann einen Druck entwickeln. Ja, genau. Kann einen Druck entwickeln. Bis zu 400 Bar. Oder 300 Kilogramm auf einen Kubikzentimeter. Druck entwerfen, reines Wasser. Aber die Sogwirkung des Wassers, wieder in Bar, ist minus 5 bis minus 50 Bar. Minus. Das heißt, Wasser zieht. Mhm. Du siehst jetzt, fangen wir ganz einfach an einem Putzlappen oder einer Zeitung, legst drauf, es zieht sofort. Und am Putzlappen, die Mikrofasern sind ja deshalb so, das sind ja kleinste Fasern, verbinden sich mit dem reinen Wasser und es zieht. Und je sauberer das Wasser, umso mehr Zug hast. Aha, ist denn das auf einer elektronischen Ebene? Wie findet das statt, dieser Zug? Wasser hat die Kraft aus der Sonne, aus dem Infrarotlicht. Und Wasser gibt's ja als H2O gibt's ja gar nicht im Organismus. Pollack weist ja nach, und zwar wissenschaftlich, aber was meinst du, wie der angegriffen wird? Was mit dem armen Kerle ist in Seattle, der weist dir nach. Hast du schon mal Wasser gesehen im Körper? Also du weißt jetzt zum Beispiel, die Niere hat 84% Wasser. Hast du schon mal Wasser gesehen? Du siehst es nicht, es ist immerhin Verbund, irgendwie verbunden mit etwas. Genau, und Wasser ist aber im Körper kein H2O. Es gibt kein H2O im Wasser, es hat noch nie einer gesehen. Im bayerischen Bierbauch, bis dahin bist du im Wasser, aber es hat noch keiner gesehen. Ja. Bis dahin ist Wasser. Ja. Aber Wasser ist immer H3O2. Weil immer, wenn Wasser mit einer Oberfläche in Berührung kommt, bildet er eine Zone, die ist negativ geladen. Und die schließt alles aus. Das sind die EZ-Zonen. Wir glauben ja Wasser fest, gasförmig und flüssig. Mhm. Stimmt überhaupt nicht. Also stimmt schon. Aber es ist gelartig. Immer im Stoffwechsel hat es die Funktion, wenn es sich an einer Protein andockt, dann hat es diese sogenannte EZ-Zone. Und wenn ich jetzt viel Licht dazugebe, vergrößert sich diese Zone, die negativ geladen ist. Das sind Elektronen. Das kann man alles mittlerweile messen. Darum empfehle ich Professor Gerhard Pollack, Wasser mehr als H2O. Also das ist der absolute Schlüssel. Und der Wassermangel, das ist das Drama, dass es beginnt im Fötus. Die Mutter trinkt viel Kaffee, zu wenig Wasser. Das Kind kommt oft schon belastet und dann geht es natürlich los mit den Getränken der Kinder und da wird auf zellulärer Ebene die Grundlage gelegt und ich behaupte es jetzt einfach, man kann mich einsperren, das ist wurscht, für Fettleibigkeit, für Übergewicht, für viele andere Mangelkrankheiten.
Und die Kinder lieben reines Wasser. Wenn die zu mir ins Wasserzentrum kommen, da kommen sie auch so, schauen wir mal, was er mir bietet. Und dann sind kleine Kinder da und dann sage ich, hab gewonnen. Die gehen nicht nach Hause ohne ihr gescheites Wasser. Also, weil die Kinder sagen, oh, das schmeckt gut. Und ansonsten lehnen sie es oft ab. Weil Kinder, was sind denn die besten Wassertester? Die besten Wassertester, was meinst? Besten Wassertester? Wir haben es jetzt gerade von den Kindern gehabt, weil die sind ehrlich und sagen, wie es schmeckt oder wie es nicht schmeckt. Stichwort Tsunami. 290.000 Menschen kommen ins Leben, aber kein Wildtier. Kein Wildtier. Du kennst ja die indischen Arbeitselefanten, die bindest an der Schnürl an, egal wie. Kein Wildtier kommt ums Leben. Jetzt sind wir in der Schweiz, Lawinenhunde. Dann bist in Berlin, gibt's ab und zu einen Verbrecher. Was heißt? Ein Spürhund. Mhm. Dann gibt's Erdbeben. Was heißt? Spürhunde. Die Hunde haben ein 5 Millionen Mal besseres Riechorgan. Man sieht's ja immer in der Natur. Da tun sie überall ihre Spuren hinterlassen. Der Schnuffi riecht. Weil die riechen alles. Du kannst mit einem Bluthund, der kann eine Spur 80 Kilometer verfolgen. Die besten Wassertester fürs Wasser sind Pflanzen. Du nimmst einfach, wer mir nicht glaubt, der soll es doch einfach machen. Der nimmt ein Regenwasser, der nimmt ein Leitungswasser und irgendein anderes Wasser. Mhm. Und dann investiert er 50 Cent, 1 Euro. Und dann macht er Kresse. Folie da auf, Kresse, da eine Kresse, da eine Kresse. Und das macht er 14 Tage lang, ohne sich anzulügen. Ein Löffel oder Spritzerl, immer das Wasser mit Leitungswasser, mit Wasser, was uns der liebe Gott schenkt, oder anderes Wasser. Und dann schau da mal, wie entwickelt sich das Leben. Und das Leben ist Wachstum, ist Wachsen, Werden und Gedeihen. So ist das Leben. Ist nicht Stabilität, wie er betont, sondern das ist Wachsen, Werden und Gedeihen. Stirb- und Werdeprozess. Wie sagt der Jens Korsen? Und wer es nicht glaubt, dieses Stirb und Werde, der ist ein trüber Gast auf dieser Erde. Also dass man sich immer so verfasst. Also Jens Korsen habe ich das. Und drum sind das die besten Wassertester. Und drum orientiere ich mich an der Natur. Ja. Weil du, wenn es heute ein Messgerät gäbe, ja, was meinst du, wie das promotet würde für Lawinen oder Rauschgiftleute oder Verbrecher, auch Krebs, auch Blindenhunde. Egal was, das sind die Größten. Und die Natur lehrt uns einfach nicht nur die Demut, sondern einfach sauberes Wasser. Das ist für mich sauberes Wasser, wo die Pflanze gedeiht. Und noch, wie man nicht dressieren kann, sind die Katzen. Aber die Katzen gehen an die Pfütze. Ja, warum trinken die aus der Pfütze? Weil sie nicht Zeitung lesen können. Radio hören. Oh, unser Wasser ist ja so gut, sag mal, heißt es. Aber die gehen in die Pfütze. Warum? Das bisschen Sand, das schadet gewiss nicht. Aber was halt schadet, sind Hormone, Medikamente, sind diese Kolloide, die gelöst sind, die da drinnen sind. Und darum gehen die lieber an die Pfütze. Und früher hat man ja gesagt, ein bisschen Dreck schadet ja nicht. Und was machst du halt mit Mineralien, mit gewissen, zum Beispiel Schindelitz, Mineralien, bin ich ja totaler Freund, aber das saugt halt viel auf, oder Zeolit. Und dann kannst du das wieder ausscheiden. Also darum nehmen die Hunde und sowas, gehen ja da oft hin. Und wenn es eine Pfütze ist und so Sand, das macht überhaupt nichts. Ja. Aber was macht, sind die Hormone, sind die Medikamente, das Unsichtbare. Das was wir im Leitungswasser haben. Was also, das sehr ist, ja, wir haben 872 Pestizide zugelassen. Wir haben 1700 Pflanzenschutzmittel. Ich habe neulich im Büro schon mal fast Ärger gekriegt. Da wollte ich nämlich die ganzen Pflanzenschutzmittel in einer Folie rauslassen. Und es wären dann 142 Seiten geworden. Und dann das Schlimmste war der Trinkwasserreport 2016, wo alles Havarien waren. Das waren 595 Seiten. Aber alles offizielle Verlautbarungen, nicht irgendwelche Schwurbler, sondern, also drum, ist Wasser erstens leider das Riesengeschäft des Jahrhunderts, aber für uns zum Überleben ist reinstes Wasser, ich spreche jetzt vom reinsten Wasser, vom perfekten Wasser. Und das perfekte Wasser kriege ich da, wo die für mich als Kriterium nicht irgendwelche sogenannten wissenschaftlichen Studien, wo ich weiß, wer es zahlt, sondern das ist der Hund, die Katze, die Pflanze, die Wildtiere, die Natur, wie sie denn gedeiht. Und also, ich mache die Versuche. Die kann jeder, der Zuschauer, kann das selber machen. Und da bitte ich drum, probiert es, dann sieht es.
einfach Kresse kaufen oder irgendwas anderes und für 14 Tage, kauft eine Rose oder jetzt, wenn Blumenzeit ist, kauft eine Tulpe oder Basilikum, stellt es in der Schnapsglasel, das ist das günstigste und dann schau, wie entwickelt sich's unter gleichen Voraussetzungen. Und dann kann man für sich sagen, da könnte was dran sein. Also das vor allem dann im Vergleich mit unterschiedlichen Wassern, dann hast du natürlich sofort ein Feedback, was dein Standardleitungswasser für eine Qualität hat. Also da kannst du es direkt aus der Natur ablesen. Genau, it's for free. Und das ist der Schlüssel dann, damit du einfach viel trinkst, mehr trinkst. Ich habe bei unserem Wasser, das war jetzt Schleichwerbung, da habe ich manchmal, was ist denn da los? Es hört nicht mehr auf, ich habe einen Durst, ich komme nicht mehr von der Toilette runter. Und ich bin mal zu 6 Monaten Knast verurteilt worden, weil ich den Fehler gemacht habe, dass ich hingegangen bin mit meiner Kamera. Der eine hat gesagt, ich bin Arzt, ich kann das sagen, ich darf das sagen. Dann kam der andere Regierungsdirektor, das ist wie Flugbenzin und so. Und Marathon wieder mal zum ersten Mal im Leben gewonnen, nach 38 Anläufen und so. Puhuhu, Amtsgericht Berlin. 6 Monate, wenn ich das ins Netz stelle. Aber natürlich für mich, darum ist die Überzeugung da und das jetzt 25 Jahre, da weißt du schon, wovon man spricht. Weil ich gehe, das ist mein letzter Gedanke und der erste in der Früh oft. So ist es halt. Die anderen machen sich Gedanken um FC Zürich und FC Bayern. Ich habe es mir oft um 60 München gemacht, muss ich auch sagen, früher. Der kleine Bruder. Ja, da war ich sehr involviert. So aber ja, manchmal lehrt es das Leben. Das Leben heißt erleben und überleben oft. Und überleben manchmal. Ja, ja. Ja, also das Wasserthema, ich sehe schon die Wichtigkeit auch bei uns im Alltag und immer dann die Frage, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, kriege ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht gutes Wasser trinke. Ja, du trinkst es ja optimal. Leider, das Schlechte trinkt man intuitiv zu wenig. Aber ich mache ja oft selber den Eigenversuch. Also ich gehe nicht ohne einen Liter Wasser aus dem Haus. Immer. Aha. Und manchmal bin ich halt irgendwo im Ausland unterwegs und so und dann vergesse ich's. Und dann denke ich mir auf einmal, oh, jetzt zwickt der Rücken oder sowas und dann merke ich wieder mein Alter. Also ich wäre jetzt 66, aber wenn ich jeden Tag meine 3 Liter Wasser trinke, ich trinke einfach auf mein zartes Rehgewicht, dann brauche ich 3 Liter. Also dann geht's mir gut. Und oft vergisst man es ja auch und denkt man sich, oh, irgendwie. Und dann weiß ich, das ist der Schlüssel und dann lasse ich als Bayer eine halbe auf Ex runter. Halbe geht halbe. Also halbe auf dem Weißbierglas schaffst du das leichter. Besser als aus dem Krug. Soll mal jemand probieren, ein Weißbierglas? Das trinkt sich leichter. Ah, ja. Und dann trinkst du einen halben Liter Wasser, halbe Stunde später nochmal einen halben Liter Wasser und dann schau, was in deinem Körper passiert. Es muss aber sauberes Wasser sein. Sauber heißt, ist meine Meinung, gering mineralisiert, ganz rein sauber, so wie halt diese Kresse-Tests funktionieren. An dem orientiere mich. Und ich empfehle jedem, wer es mir nicht glaubt, der soll jetzt mal 50 Euro investieren, der soll sich Plose, Laretana, Black Forest oder Hornberger Lebensquell kaufen. Diese 4 Wässer. Ganz gering mineralisiert, die kenne ich halt und habe mit keinem gesprochen. Ehrenwort bei meinem Augenlicht, niemand kennt mich da. Aber diese 4 Wässer habe ich probiert über Jahre hinweg. Und das ist der Inbegriff für mich von gutem Wasser. Ohne dass ich, es gibt auch da Chargen, wo es mal überkippt oder so. Ja. Aber jeder soll den Versuch machen oder 20 Euro investieren und jeden Tag 2 bis 3 Liter und dann weiß er selber, ohne dass irgendein Vertreter ihn belästigt oder sich einen Blödsinn erzählen lässt, sondern sagt, oh, da ist was dran. Und dann, wie immer, überall in der neuen Zeit pro, contra und der Mittelweg und sich einfach erkundigen. Beim Auto erkundigst dich 3 Monate. Die Frauen, kennst du die Klamotten oder viele, ohne ins Klischee zu verfallen. Aber da erkundigt man sich. Und beim Wasser ist es lebenswichtig und es ist lebenswert. Ja. Und du wirst es merken. Du probiert es, dann spürt es, sagt man in Bayern immer. Und wenn man jetzt auch das optimale Wasser zur Verfügung hat, ich möchte da noch kurz rein, gibt es auch ein zu viel, dass ich zum Beispiel meine Mineralstoffe ausschwemme oder irgendwann da wieder Salz nachlegen muss? Ja, das sind ja die Geschichten aus dem Wienerwald, weil ich immer sage, 5 Bar bis 50 Bar zieht das Wasser. Natürlich, ich sage immer Körpergewicht mal 0,035. Also wenn du 80 Kilo hast,
8 mal 3, 24, 2,5 Liter reines Wasser. Da kann dir nichts passieren. Aber es gibt so Hirsel, also so Leute, die unvernünftig sind, bayerische Übersetzung, die trinken 6, 7, 8 Liter. Mhm. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist einfach zu viel. Aber man kann ja auch reinstes Wasser, und das ist der Punkt, mit einem Schuss Zitrone oder eine Messerspitze Natron. Oft sagt man ja, Osmosewasser oder so, dampfdestilliert ist schlimm. Dann nimmst du eine Messerspitze Natron. Ein Wundermittel ist Natron. Aber ich weiß wenigstens, was drin ist. Erstens habe ich dann den pH-Wert auf neutral bis leicht basisch. Mhm. Und ich weiß, was Natron für wunderbare Wirkungen hat. Also ich mache es oft so, dass ich einmal in der Woche, am Samstag, wenn ich für mich bin, mache ich mir einen richtigen Löffel Natron rein, also einen kleinen Teelöffel Natron in sauberes Wasser. Und das spült meinen Körper schon sehr gut. Natron ist ja bekannt, aber natürlich kostet nichts und deshalb ist es Schmarrn. Also offizielle Version. Aber es hilft. Einfach ausprobieren. Es kann nichts passieren. Natürlich vorsichtig und fragen Sie ja keinen Arzt. Oder? und wie sieht es mit dem Timing aus? Wir haben jetzt mal so einen Richtwert anhand des Körpergewichtes. Und am besten über 12 Stunden verteilt. Immer, oder wie immer. Sieht das? Ja, klar. Und die Leute, die es nicht glauben, die sollen einen Test machen. Jede Stunde ein Glas Wasser. Ja. Und auch wichtig, in der Nacht, wenn du aufstehst, gehst zur Toilette, trink nach. Weil warum schlafen wir denn? Also außer viele. Aber warum schlafen wir? Weil wir regenerieren, weil wir den Körper wieder herrichten müssen. Mhm. Die inneren Organe, die brauchen zur Selbstheilung. Darum ist ein längerer Schlaf besser wie kurz. Also die inneren Organe heilen sich selber. Ja, aber jetzt gibt's ja noch keinen Treibstoff. Drum geh zur Toilette, steh auf in der Nacht. Durchschlafen ist zwar auch immer wieder schön, aber wenn du aufstehst, gehst zur Toilette, nimm einfach ein Glas. Bei mir steht immer mindestens ein halber Liter Wasser da und der ist weg. Ich stehe ein bis zweimal auf, trink aber richtig nach und schlaf dann sofort wieder tief und fest, weil die inneren Organe, die Selbstheilung des Körpers kann ja nur aktiviert sein, wenn diese inneren Organe wieder den Treibstoff haben, um in die Selbstheilung zu kommen. Der Körper heilt sich immer selber. Was mehr wert ist als durchschlafen und diesen Prozess unterdrücken, weil eben zu wenig Wasser macht. Durchschlafen ist grundsätzlich, wenn es gelingt, ist es gut. Mhm. Aber wenn du aufstehen musst, trink einfach ein halbes Glas Wasser nach. Reines Wasser, sauberes Wasser, damit der Körper wieder die Schadstoffe ausleiten kann, aufnehmen und drum musst du halt manchmal. Und wenn ein gutes Wasser ist, dann musst du aggressiv zur Toilette. Ganz oft ein Phänomen. Herr Meider, das gibt's ja nicht. Früher musste ich zur Toilette, habe eine Stunde ausgehalten. Und jetzt geht's gar nicht mehr. Ja, natürlich, weil die Giftstoffe sich lösen. Die Leute wollen abnehmen. Jawohl. Warum kannst du nicht abnehmen? Weil natürlich der Körper sich vor der Selbstvergiftung schützt. Er hat hier einen Giftstoff und hier einen Giftstoff. Und um sich vor der Selbstvergiftung zu schützen, muss er natürlich einen kleinen Fettmantel rumbauen, damit der Giftstoff mit dem Giftstoff nicht interagiert. So, jetzt machst du eine Diät und machst dann dein Fasten- oder Diätprogramm. Und wenn es dir nicht gelingt, diesen Giftstoff auszuleiten, der Körper ist ein schlaues Kerlchen, dann macht er das nächste Mal den doppelten Ring rum. Und das nennt man Jojo. Der Jojo-Effekt, ja, genau. Genau, richtig. Also geht es nur entgiften, entschlacken und die Giftstoffe müssen raus. Und darum muss Wasser saugen. Darum muss es was aufnehmen. Und deine Mineralien, die kriegst du natürlich aus Smoothies, Obst, Gemüse, Getränken. Aber niemals aus dem Wasser. Mhm. Das war das Wort. Und wo können wir uns weiter informieren, eigene Recherchen weiter treiben? MrWater.eu, da ist viel drin und da habe ich auch die Pflanzenversuche, ganz viele Tests. Es gibt ja unendlich. Je mehr du testen kannst, umso besser. Aber nicht nur eine Sache, 50 Mal. Wasser, bestkontrolliertes Lebensmittel. Ja, auch wenn ich 50 Stoffe immer gleich teste, wenn ich aber 1000 habe. Also viele Tests machen, Naturfolgen, MrWater.eu auf der Homepage, da steht viel, anrufen, nachfragen, wir werden nie jemanden belästigen, nachtelefonieren, nichts, null. Einfach informieren, dann geht, das ist die neue Zeit, sind wir froh, dass es da ist, heute wissen wir es doch. Vertrau der Natur. Schön, schönes Schlusswort. Danke, lieber Erich, dass du hier warst. Gerne. Und auch jetzt, ich freue mich schon wieder auf die nächste Sendung. Ja, freue mich. Servus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, das hat Sie auch gepackt mit dem Wasser. Wir konnten Ihnen das näher und näher bringen. Sie haben gehört, wo Sie sich weiter informieren können. Ich hoffe, dass Sie das auch tun.
Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich freue mich auf Sie.